Dies ist ein Interview mit der Partei Die Grünen. In dem Interview beantwortet die Politikerin Monika Heinold 6 Fragen. Die Fragen sind zu den Themen Barrierefreiheit, Wohnungsbau und Tierschutz. So bekommen Sie einen guten Überblick, was die Partei will. Nico Behlau stellt die Fragen. Viele Menschen haben Probleme mit schwieriger Sprache. Wie können die Menschen sich bei politischen Themen beteiligen und was kann das Bundesland Schleswig-Holstein dafür tun? Wir Grüne wollen, dass leichte Sprache häufiger benutzt wird. Das hat auch der Landtag in Schleswig-Holstein beschlossen. Viele Texte von Landtag und Landesregierung werden jetzt in leichter Sprache angeboten, zum Beispiel Informationsblätter oder Broschüren. Im Internet gibt es vom Landtag ebenfalls ein Angebot in leichter Sprache. Wir Grüne lassen regelmäßig Anträge in leichter Sprache übersetzen, die wir mit der SPD-Partei und dem SSW gemeinsam beschlossen haben. Nur wer versteht, worum es geht, kann sich auch an Politik beteiligen. Viele Firmen und Vereine benutzen keine leichte Sprache. Die Informationen dieser Firmen und Vereine sind für viele Menschen schwer zu verstehen. Was kann das Bundesland Schleswig-Holstein tun, damit auch hier mehr leichte Sprache verwendet wird? Firmen und Betriebe sind für ihr Tun selber verantwortlich, Vereine auch. Die Regierung kann ihnen nicht vorschreiben, leichte Sprache zu benutzen. Wenn Firmen oder Vereine aber Geld vom Land bekommen, ist das anders. Dann kann man sagen, ihr Firmen bekommt das Geld nur, wenn ihr euch an bestimmte Regeln haltet. Wir Grüne finden, es ist eine gute Idee, hierbei auch leichte Sprache einzufordern. Wir werden prüfen, ob man das machen kann. Wie wollen Sie dafür sorgen, dass Menschen mit geringen Einkommen sich Wohnraum leisten können? Es muss Wohnungen für alle Menschen geben. Genügend Wohnungen, aber auch günstige Wohnungen. Damit günstige Wohnungen gebaut werden, gibt es in Schleswig-Holstein ein Förderprogramm. Die Landesregierung gibt insgesamt fast 800 Millionen Euro aus, damit überall in Schleswig-Holstein bezahlbare Wohnungen gebaut werden. Das ist ganz besonders dort wichtig, wo Wohnraum knapp ist. Zum Beispiel in Kiel, Lübeck, Flensburg, Neumünster und im Hamburger Rand. Es gibt heute schon mehr günstige Mietwohnungen, aber diese Mietwohnungen reichen noch nicht aus. Wir Grüne wollen, dass schon bei der Planung von Wohnungen geholfen wird. Grundstücke zum Bauen sollen billig angeboten werden. Genossenschaftliches Wohnen soll besonders unterstützt werden. Wohnungsgenossenschaften besitzen viele Wohnungen. Die Mitglieder einer Wohnungsgenossenschaft verwalten und bestimmen selbst über die Wohnung. Dadurch werden Wohninteressen der Mitglieder besonders gut berücksichtigt. Die Geldinteressen der Wohnungsvermieter sind dann nicht mehr das Wichtigste. Es gibt zu wenige barrierefreie Wohnungen. Wie wollen Sie diesen Menschen helfen und wie schnell? Viele Menschen können keine Treppen steigen. Sie brauchen einen Rollstuhl oder Rollator. Wenn immer mehr Menschen immer älter werden, werden noch mehr Menschen Schwierigkeiten mit dem Gehen haben. Deshalb sind barrierefreie Wohnungen so wichtig. Schon heute gibt es Regeln, wenn Häuser mit mehreren Stockwerken und vielen Wohnungen neu gebaut werden. Die Wohnungen im Erdgeschoss müssen dann barrierefrei sein. Das reicht aber nicht aus. Viele Häuser und Wohnungen sind älter.
wenn die Eigentümer ihre Wohnungen reparieren und dann barrierefrei machen, können sie Zuschüsse bekommen. Aber zu wenige wissen das. Wir Grüne wollen mehr Geld in barrierefreien Neubau und Reparatur von Altbau stecken. Und wir wollen gut darüber informieren. Leider geht das nicht sofort, sondern wird ein bisschen Zeit brauchen. Menschen in Schleswig-Holstein sollen die Tiere gut behandeln. Die Beispiele im Film haben gezeigt, welche Probleme es mit Tieren noch gibt. Was kann das Bundesland Schleswig-Holstein tun, damit die Tierbesitzer ihre Tiere besser behandeln? Es gibt überall in Schleswig-Holstein Menschen, die darauf aufpassen, dass Tiere gut behandelt werden. Diese Menschen sind zum Beispiel Tierärzte. Sie sind von einer Stadt angestellt, wie zum Beispiel der Stadt Kiel. Oder sie sind angestellt bei einem Landkreis, wie zum Beispiel dem Kreis Nordfriesland. Wenn ein Mensch mit seinen Tieren schlecht umgeht, dann bekommt er eine Geldstrafe und muss seine Tiere besser behandeln. Wenn es den Tieren sehr schlecht geht, dann werden dem Menschen die Tiere weggenommen. Die Tiere werden dann woanders hingebracht. Dort geht es ihnen besser. Wer ganz schlimm mit Tieren umgeht, der kann auch in ein Gefängnis kommen. Viele Tierheime haben zu wenig Geld. Das ist schlecht für die dort lebenden Tiere. Wie wollen Sie den Tierheimen helfen? In Tierheimen werden oft Katzen abgegeben. Wenn ein Mensch eine Katze findet, die niemandem gehört und niemanden hat, der sie versorgt, dann kann der Mensch die Katze in einem Tierheim abgeben. Manche Katzen haben keinen Menschen, der sich um sie kümmert. Diese Katzen leben wild. Sie fangen Mäuse oder Vögel, um zu essen. Sie schlafen draußen. Wenn es regnet, verkriechen diese Katzen sich in einem Busch. Sie bekommen viele Kinder, die dann auch wild leben. So werden die wild lebenden Katzen immer mehr. Immer mehr dieser Katzen werden in die Tierheime gebracht. Die Tierheime haben bald keinen Platz mehr für alle. Deshalb werden viele wilde Katzen eingefangen. Die eingefangenen Katzen werden von einem Tierarzt behandelt, damit sie keine Kinder mehr bekommen können. Dafür bezahlt das Land den Tierarzt. So wird den Tierheimen geholfen.